Beim Enjoy Jazz Festival 2008 gab es in der Alten Feuerwache in Mannheim ein Gipfeltreffen mit interkulturellem Austausch. Vier Musiker, vier musikalische Welten. Der Franzose Richard Galliano, die wohl bedeutendste Akkordeonstimme im zeitgenössischen Jazz, traf auf Charlie Haden, den legendären Bassisten. Dritter im Bunde war der Pianist Gonzalo Rubalcaba, dessen Spiel die afrokubanische mit der klassisch-romantischen Tradition verbindet. Charlie Haden gehörte zu den ersten Musikern, die Rubalcaba in den 90er Jahren auf internationalen Festivals präsentierte. Dem unermüdlichen Einsatz von Wynton Marsalis ist es letztlich zu verdanken, dass Rubalcaba trotz Kuba-Blockade in den Vereinigten Staaten auftreten konnte. Auch der Schlagzeuger Clarence Penn hatte das Glück, durch sein Talent die Marsalis-Familie als Mentoren zu gewinnen und eine internationale Karriere zu starten. Freuen Sie sich jetzt auf ein außerordentliches Konzerterlebnis mit dem Richard Galliano-Quartett.